kennen Martina vom Gurkengratzer schon seit Jahren und finden, dass dieses Projekt unterstützt gehört und deswegen sind wir heute hier. Es gab in der Familie auch Krebsfälle, auch Oma, Opa, die Mama auch schon, aber gutartig auch sagen, aber es ist toll, wir sind betroffen damit und deswegen auch sehr schön, das unterstützen zu können und was weitergeben zu können. Die Authentizität von den Menschen, die dahinter stehen, die das einfach leben und man sieht es, dass die da Herzblut reinstrecken. Wir kennen das Projekt von Anfang an, mehr oder weniger von Martina und wir haben das Wachsen gesehen und gesehen, was da alles entstanden worden ist, die Kampagne letztes Jahr und so. Das war also ein wunderbares Projekt, das einfach unterstützt gehört.